Ein Western. Verflucht seist du, Western! Verflucht! Es ist Zeit, den Western aus seinem Revolverheldenmythos zu emanzipieren. Denn diese Helden waren zumeist nicht mehr als primitive Verbrecher in einem von Gier und Gnadenlosigkeit bestimmten Milieu. Nehmen Sie die Waffe runter! Und zwar sofort, Mr. Jeffries! Runter damit! Journalists at that time, or novelists, they were more interested in wars, in men fighting against Native Americans, in the railroad coming, cattle ranchers fighting against sheep ranchers, outlaws, sheriffs, you know, all these things. And then when they started making westerns, it was the same thing. You know, they kept telling the same stories about the men. And I'd never seen a western where, for example, if a man goes off to fight in the Civil War, in the 1860s, where you stay with a woman. I was just curious about it. And since I hadn't seen it, I thought, well, we can do this, you know. And that makes the story quite different. And I think that stands out, the differences in the story, because we made the movie like a classic Western. Regisseur, Autor, Produzent und Komponist des Films, Viggo Mortensen, spielt einen dänischen Einwanderer in diesem wirklich wilden Western, der zudem so völlig anders ist. Er trifft in San Francisco eine franko-kanadische Blumenhändlerin, die zur Hauptperson des Films werden wird. Denn auch sie ist eine in diesem Genre überaus ungewöhnliche Frau. Is that good? Olsen. Nur Olsen? Nur Olsen. Vivienne. Nur Vivienne? Vivienne Lecoudzi. Ah, enchanté. Vous êtes française? Nein. Sie sind nicht aus Amerika. Doch, bin ich. Schauen Sie aber nicht so an. Sie auch nicht. Dies ist der Beginn einer wiederum ungewöhnlichen Liebesgeschichte, denn sie wird mit ihm gehen. Vicky Krieps ist eine eigenwillige Schauspielerin. Man konnte sie unlängst als originelle Kaiserin Sissi im vielfach preisgekrönten Film Corsage erleben. So, Vivienne. Played by Vicky Krieps in our movie, is a very independent, strong-willed woman, you know, with a interior life force, you know. And I thought, well, such a woman, where would we put her? Where should she be in the story? And I thought the 19th century on the American Western frontier would be an interesting place because this is a society with not many laws, kind of wild, dominated by a few corrupt men who are powerful, who sometimes use violence to achieve what they want. I thought this will make it very difficult for her to be herself. Diese Ente ist ziemlich hoch und schnell geflogen. Wo hast du so schießen gelernt? Ich war 5, als ich mein erstes Kaninchen getötet habe. Ganz allein? Mit einem Pfeil. Mein Vater war dabei, aber er hat nicht geholfen.
Danach habe ich es ausgenommen und gekocht. I don't think Holger or Vivienne are looking for like a life partner. You know, they're kind of free spirits. They're both kind of in their way. They're different, but they're both adventurous, and they don't like to be tied down by people or places. They'd like to do their own thing. And there's something that connects them immediately in that they're not afraid to be themselves, to be different. Holger Olsen ist ein Ex-Soldat und Zimmermann, der hier in der Einöde sein Haus gezimmert hat. Das ist es? Ja. Von allen Orten, die du gesehen hast, dieser hier. Ja. Wieso? Es ist ruhig. Normally in a Western, the main character or the main characters are Anglo-Saxon white people, usually men, born in the U.S., you know, or born in North America, maybe born in Canada. And in our story, the two characters, Vivienne and Olsen, they don't have English as their first language, you know. He's from Europe, she's raised in a French-speaking household in the northeast of the United States and near the border with Canada, with Quebec. So that's a little bit different. And it's very different, of course, that you have an ordinary woman be the main role in a Western. That doesn't usually happen. Vivienne's different. She's like my mother, an ordinary woman who has her own way of thinking, very independent. Es sieht aus wie ein Banditenversteck. Und es riecht nach toter Maus da drin. Da sind sogar Mäuse. So traurig, keine Bäume. Es gibt eine Menge Bäume. Nicht hier. Keine Blumen, noch nicht mal ein Garten. So traurig. Du lebst wie ein Hund. Ein glücklicher Hund. Was machst du ihr? So wenig wie möglich. Sakram. I was hoping I would find an actress who could communicate a lot without words. You know, just emotion and thought, and that you would. But you need someone who's really not only talented and technically a good actress, but someone who has an unusual screen presence. And not that many people have that. I knew that the first role I had to cast was Vivienne. I had to find a Vivienne. And I immediately thought of her, and the script I thought was in a good enough shape to show to someone. I sent it to her, you know, and fortunately, she responded immediately, very quickly, like within days. Mon Dieu, c'est quoi ça? Du hast mich geweckt! Ja. Das Leben besteht nicht nur aus Träumen. Ach, nicht? Das ist für die Blumen. Wie findest du es? Du musst mir sagen, wo ich deine Bäume hinpflanzen soll. Riecht nach Scheiße. Das ist Scheiße. Sehr gute Kuhscheiße.
Oh, nicht in der Scheiße, Olsen. Ihr Klischee, ich fange so. Von Mr. Jeffreys. Mein Kompliment für die umwerfende Begleitung, mit der Sie sich umgeben, Holger. Das ist der Sohn des Mannes, für den ich die Scheune baue. Wenn ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten darf. Also. Ich bin Sergeant Webb vom 5. Kalifornischen Infanterieregiment und im Auftrag von Lieutenant Henry Stevens hier. Wir brauchen noch Freiwillige für die California Column. Ihr seid hier nicht willkommen. Wir suchen ehrenhafte und mutige Männer, die für die Union kämpfen wollen. Da sind Sie hier falsch, Kumpel. Sie bekommen eine sofortige Prämie von $100, falls Sie sich anschließen. Wir brechen Ende der Woche Richtung New Mexico auf. Ich werde den anderen Auftrag nicht annehmen. Wegen meiner Arbeit? Weil ich darüber nachdenke, mich zu verpflichten. Du denkst darüber nach? Ich nehme die $100 Prämie und melde mich freiwillig zur Armee. Wer weiß, vielleicht zahlen Sie mir sogar noch mehr wegen meiner ganzen Militärerfahrung. Wieso? Wieso? Das ist nicht dein Problem, das ist nicht deine Heimat. Inzwischen schon. Es geht hier nicht nur ums Geld. Es ist einfach das Richtige, gegen die Sklaverei zu kämpfen. Jeder, der kann, sollte das tun. Bullshit, Olson. C'est pas tes affaires. Ich werde nicht lange weg sein. Männer sind so dumm, so unglaublich dumm. Was, wenn ich nicht auf dich warte, hä? Sie brauchen mich. Du bist zu alt, um in den Krieg zu ziehen. Ja. Vielleicht? Ja. Aber ich muss gehen. Ich muss mit eigenen Augen sehen, was da vor sich geht. Was da vor sich geht? Ja. Tu ne sais déjà où tu vas. Egoistischer Mistkerl! Not only can she play a complex woman, and does in our movie, but she also easily seems like someone from another time. You know, just, it's not just her exterior appearance, but it's also, she has an interior life that you can feel on screen, that you are drawn to her. Like, even if she's saying nothing and sitting very still, and there's other people in the scene, you're looking at her all the time. You're like, what is she thinking, you know? Something's happening emotionally. Während Olsen im amerikanischen Bürgerkrieg kämpft, wird Vivian zum begehrten Objekt der lokalen Outlaws. Wie es aber weitergeht, müssen Sie schon im Kino ansehen, denn es bleibt dennoch irgendwie ein Western. Ein besserer Western zumindest. Wollten nur sehen, ob Sie sicher nach Hause gekommen sind. Wie Sie sehen, bin ich das. Ich bin nur ein guter Nachbar. Kein Grund, mich zu erschießen. Es geht mir gut, Mr. Jeffreys. Ja, sieht ganz danach aus. Es gibt keinen Grund, diesen Abend allein zu verbringen. Es ist ein Abend wie jeder andere auch. Das ist... Der Punkt, an dem Sie sich täuschen, mein Schätzchen. Ich bin nicht Ihr Schätzchen. Denn heute ist die Nacht, in der sich mein Interesse an Ihnen in flammende Leidenschaft verwandelt hat.